Hallihallo und herzlich willkommen hier auf WPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest zu einer neuen Folge. OMSI 2, schön, dass du wieder da bist. Und ja, was soll ich sagen? Leute, ich habe jetzt zum ersten Mal ein eigenes Repaint gebastelt hier für OMSI. Und das will ich euch heute hier vorstellen, das will ich euch heute zeigen. Wir sind hier in Telto und dementsprechend, weil ich ja bei Regiobus arbeite, habe ich natürlich ein fiktives Regiobus-Repaint jetzt hier erarbeitet und ja, will euch das Ganze, wie gesagt, dementsprechend mal vorstellen. Je nachdem, wenn euch das Ganze gefällt, kann ich das hochladen, wenn nicht, ist auch egal, denn wie gesagt, das ist halt meine allererste Arbeit, die ich jetzt hier mal gemacht habe, so im Repaint. Und dementsprechend, ja, wird es natürlich jetzt kein absolutes Highlight sein, aber ich habe mir hier schon ein bisschen Mühe gegeben. Hoffentlich, mal gucken, wie euch das Ganze gefällt. Und dann werden wir natürlich hier heute die 621 fahren. Das Ganze heute mit dem nagelneuen VDL Citea, der jetzt ja veröffentlicht wurde. Dementsprechend, ja, so sieht das Ganze aus. Das mitgelieferte Regiobus Repaint war für mich ein bisschen zu langweilig, weil das halt nicht irgendwie so toll, so prickelnd aussah. Habe ich jetzt hier das hier unten jetzt auch blau beleuchtet, also was ist blau beleuchtet, jetzt blau markiert, also blau gemacht, so dass halt die typischen Regiobusfarben sind, ne, blau, grün, weiß, und dementsprechend hier unten die Schürze dementsprechend auch nochmal in blau verlängert. Und sonst sehen wir hier an der Seite, wie gesagt, das Ganze ist selbstverständlich hier alles fiktiv, ne, das Ganze ist nicht so erhältlich, weil VDL schon alleine fährt ja gar nicht in bei uns vom Hof. Und dementsprechend, ja, habe ich das Ganze erstmal hier so ein bisschen gebastelt. Ihr seht hier, ne, im Schwer 21, in Belitz, Regiobus PM, haben wir hier noch das Regiobus-Logo, Potsdam Mittelmark, mit Schriftzug. Hier haben wir nur das ganze Logo, raus aus dem Auto, rein in den Bus, hinten nochmal so ein Aufkleber hier drauf, hier oben nochmal Dekra-TÜV-Siegel, ne, wann er dann zur nächsten Untersuchung muss. Und auf der anderen Seite das Ganze hier auch nochmal so ein bisschen, lappt hier leider so ein bisschen drüber. Vielleicht müsste man das Ganze nochmal vielleicht ein bisschen rausschneiden, um das Ganze halt nochmal anzupassen. Und auch hier, ne, sehen wir hier auch nochmal Regiobus Potsdam Mittelmark. Und von ihm hier selbst, welches ja noch drauf war, habe ich einfach drauf gelassen. Kann ja nicht schaden, so ein bisschen Werbung für Regiobus ist ja im Allgemeinen ja nicht verkehrt. Innen drinne habe ich die Sitzpolster gewechselt. Sieht natürlich jetzt nicht allzu schön aus. Da habe ich mir nur ein bisschen was abgeguckt von einem anderen YouTuber. Dementsprechend, ja, sind jetzt hier, ist es nicht ganz so hundertprozentig, aber auf jeden Fall die Sitzpolster sind drin. Hier oben auch nochmal Regiobus Potsdam Mittelmark im Bus nochmal geklebt hier, damit man ja weiß, in welchem Betrieb man hier mitfährt. Und die Stangen habe ich dementsprechend auch noch so ein bisschen angepasst von der Farbe her. Und hier oben sehen wir ja auch schon, ne, da oben, da habe ich die Fahrgastinformationsanzeige auch nochmal ausgetauscht mit dem Regiobus-Bild, was ja vorher mit ja, der BVG zugeschustert war. Und wir haben jetzt hier unten auch nochmal das Willkommen an Bord, ja, welches ja eigentlich legendär ist mittlerweile bei Regiobus Potsdam. Dass er das überall an jedem Bus eigentlich an jeder Tür klebt, ist jetzt dementsprechend jetzt auch mit dran. Ne? Ja, also da ist auf jeden Fall schon ein bisschen was zu erkennen. Und sonst, ja, war es eigentlich von dieser kleinen Mod, die ich jetzt hier gemacht habe. Ne, wie gesagt, ist nicht schön, vielleicht für den einen oder anderen. Dafür, dass das halt wirklich mein allererstes Mal war, dass ich hier irgendwas mit Repaints gemacht habe, finde ich doch, kann sich das eigentlich meiner Meinung nach sehen lassen. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Also, wenn man sich so ein Vorher-Nachher-Bild hat, ne, dann geht das schon in Ordnung. Mal gucken, ob ich das Ganze noch ein bisschen verbessern, ausbessern kann, noch ein bisschen verfeinern kann vielleicht noch. Ja, dann kann man ja vielleicht gucken, dass man da vielleicht das ein oder andere hier dementsprechend ja nochmal ersetzen kann oder sowas. Ne? Oder vielleicht dann doch nochmal komplett neu ansetzen. Muss ich mal gucken, wie man das Ganze denn dementsprechend machen kann. Aber ich finde dafür, wie gesagt, dass es das erste Mal ist, geht es, glaube ich, eigentlich vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten. Ich hatte auch erst überlegt gehabt, ob ich hier vorne was am Dashboard hier noch verändere. Nein, Tracker Air wollte ich nicht haben. Ich wollte das Lenkrad haben. Ob ich hier nochmal was verändere. Aber ich habe das jetzt Ganze erstmal so gelassen. So, können wir jetzt erstmal die Fahrgäste einsteigen lassen. Obwohl hier noch gar nichts geschildert ist eigentlich. Aber was soll's. Sollen sie einsteigen? Na, passt das Ganze schon. So.
weiß gar nicht, 4 Minuten haben wir noch. Wunderschön. Dann nehmen wir mal die Karte und Code ist 999 und wir sind auf der 621 00002. Das Ganze bestätigen wir jetzt. So. Ja, das ist aber so falsch, ne? Einstieg Ruhlsdorf, wir fahren nach Teltow-Stadt, liebe Leute. Ja, falsch gedacht hier. So, können wir die Tür wieder zumachen. Vielleicht auch noch soundtechnisch, vielleicht das nochmal austauschen und alles was. Ah, das ist da toll. Weißt du, wenn du jetzt in so einem Betrieb arbeitest, dann kannst du dir jetzt einfach alles holen, was du brauchst. Und dann kannst du das Ganze jetzt hier mal einbauen. Finde ich schon eine coole Sache. Aber naja, müssen wir mal gucken. So. Dann wollen wir mal soweit hier alles schon mal starten. So, wundervoll. Das haben wir drin. So, dann haben wir das drin. Jetzt haben wir noch 3 Minuten. Das passt. Wie gesagt, Kollege hinter uns wartet ja auch schon. Der will wahrscheinlich weiter. Aber jetzt muss er mal kurz warten. So schön Schenkenhorst oder sowas. Keine Ahnung, wo er jetzt hin will. Vielleicht macht er jetzt auch wieder kehrt und fährt dann wieder zurück. Soll uns jetzt persönlich nicht interessieren. So, und sonst, ja, wie gesagt, hier habe ich jetzt noch nichts groß verändert. Kann man ja mal gucken, ob man das dann irgendwie mal bei Zeiten dann vielleicht noch hier auch noch verändern könnte. Vielleicht hier oben noch so schön Kleber drauf. Aber wie gesagt, dadurch, dass es auch mein erstes Mal ist, muss ich mich echt erstmal damit so ein bisschen auseinandersetzen, so wie das Ganze halt funktioniert, ja. Wie gesagt, so Texturen raufpappen, das ist kein Problem so, ne, wenn du Texturen davon da hast, dann klappt das. Aber immer so zu gucken, ja, was ist jetzt was und wo ist es jetzt genau die Stelle, wo es jetzt hin soll? Ich meine, schon allein mit den Gestängeln habe ich mir jetzt hier schon fast die Karten gelegt gehabt, aber ich habe das im Endeffekt auch noch hinbekommen. Wenn man die Datei nicht drin hat, dann kann er natürlich auch nichts anzeigen. Macht natürlich Sinn irgendwo. Aber naja, man hinterher ist man ja sowieso immer mal schlauer. Wisst ihr ja selber, wie das immer ist. So. Aber so ist es. Aber ich finde das schon extrem cool. Ja? Also das ist schon. Aha. So, haben hier noch ein schönes Bildchen von Regiobus. Na, hier sehen wir es auch schon groß mit dem Logo. Finde ich, wie gesagt, gar nicht mal so verkehrt. Also, wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr das ja gerne in die Kommentare da lassen. Dann lade ich das hoch auf die Webdisco oder sowas. Allerdings wären ein paar Dateien werden überschrieben. Ja, also dann da nicht wundern. Da vielleicht vorher dann ein Backup machen oder sowas. Wie gesagt, aber müssen wir mal schauen. Wir sind hier übrigens auf der Karte BRT unterwegs. Denn gerade jetzt hier hinten diese Ecke, die hat man ja nochmal in BRT ein bisschen ausgebaut. Ja, da haben wir jetzt ja auch Pflanzenkölle oder sowas. Da macht das Ganze schon ja, deutlich mehr Spaß, denn hier auch lang zu fahren. Vielleicht dann auch nochmal den Ticketapparat vielleicht mal irgendwie gucken, aber das ist ja schon wieder das Problem, da geht es ja dann schon wieder komplett in die Objekte rein, weil das ist ja ein ganz anderes Ticketapparat, das da ist. Mühlenbergstraße. So, Mühlenbergstraße. Schon mal 30. Mühlenbergstraße. Ja. So, genau, der fährt jetzt wahrscheinlich dann direkt nach Teltow weiter. Ist schon ein sehr schicker Bus. Aber eure Kommentare zu dem Bus, die waren sowieso recht positiv gewesen. Ja, also ich glaube, bis jetzt habe ich noch keinen gefunden, der jetzt gesagt hat, bäh. Also doch, es gab einen, der hat sich halt über das Lenkrad aufgeregt, weil das halt irgendwie das Lenkrad von Altair ist. Aber Leute, ganz ehrlich, ja, wenn Altair halt in den Credits mit drin steht, dann wird er schon sein Okay dazugegeben haben, um das Ganze dann dementsprechend halt auch mit zu veröffentlichen. Ja. Also so dramatisch finde ich das Ganze jetzt dementsprechend nicht. Und man muss doch das Rad nicht immer neu erfinden und immer neue Sachen kreieren. Wenn es da schon Lenkräder gibt, warum soll ich denn nochmal ein Lenkrad denn machen? Macht in meinen Augen irgendwo wenig Sinn. Aber, naja, so ist das halt. Es gibt halt immer Leute, die immer unzufrieden sind. Das wird auch,
den einen oder anderen geben, der wahrscheinlich jetzt auch das Repaint absolut furchtbar findet. Aber naja, ist halt fiktiv, ne? Das ist fiktiv. Wie gesagt, VDL gibt's bei uns nicht. Und dementsprechend kann mir das dann auch so ein bisschen egal sein. Wie gesagt, auch mal, wie gesagt, ist ja zum Testen gewesen, das Ganze. Ich finde die Beschleunigung von dem Bus ein bisschen sehr hart. Also da vielleicht müsste man noch mal ein bisschen was nachpatchen. Ich weiß halt nicht, ich bin jetzt mit einem VDL halt noch nicht mitgefahren. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht zieht der ja wirklich so extrem. Ja, aber für mich kommt der schon ein bisschen sehr schnell auf Tempo. So, da wir nur ein paar Fahrgäste haben, hätten wir jetzt gucken müssen, ob irgendwer steht. Hätten wir jetzt darauf hinweisen müssen, bitte hinsetzen. Das dürften wir jetzt hier gar nicht mit 80 lang fahren. So, Schenken, Dorfer Weg, will keiner einsteigen, aussteigen. Perfekt. So hab ich's gern. So, jetzt will jemand aussteigen. So. Müssen wir mal gucken, dass wir dann vielleicht in Wartestraße erstmal eine kurze Pause nochmal hier einlegen oder sowas. Die Geräuschkulisse von dem Bus, ja, richtig, richtig, richtig toll, ja. So das Zischen vom Druckluft. Bremer Straße. So. Wundervoll. Leider, wie gesagt, müsste man jetzt, aber das geht dann schon wieder zu weit ins Modden denn rein. Ja. Hier, den Funk zum Beispiel müsste man rausnehmen. Die Atron müsste man rausnehmen. Das Ganze mit dem Modern ersetzen. Und vielleicht ein bisschen Regiobus-Feeling bekommt. Aber ich finde halt, ein anständiges Repaint kann da schon mal ein bisschen was ausmachen. Wenn ihr ein Repaint, ein Regiobus-Repaint habt, ein cooles, ja, für den VDL, dann könnt ihr mir das ja gerne mal zukommen lassen. Ich will das gerne mal anschauen. Bin da jetzt so auf der Suche nach. So, Potsdamer, Mittelmark, Gedöns, Repaints, Busse, Busmods halt und alles was. Ärgert mich so, dass Projekt Potsdam Design sein Projekt X10 aufgegeben hat. Oh, das wäre großartig gewesen. Bin sie jetzt noch letzte Mal wieder gefahren, weil ich sie vielleicht nochmal zeigen wollte. Naja, leider hat die Karte zu viele Fehler. Also, wenn er halt die 601 fahren möchtest oder sowas, ja, dann klappt das da extrem gut halt, ja, dann fährst du da, gibt halt unsichtbare Wände und gerade wenn du wieder mit KI, mit Kollision fährst, wie meine Wenigkeit, ja, dann ist es immer ärgerlich, wenn du gegen so eine unsichtbare Wand fährst, das ist super ärgerlich. Hätte ich vielleicht da wieder ohne Kollision spielen müssen. Aber ich finde, dann macht es halt immer so wenig Spaß, denn halt, ne? Das ist schon so weit gemoddet gehabt wieder, dass man dann da auch jetzt mit Fahrplan und alles was hat, dann funktioniert das nicht. Ärgerlich. So. Oh, die Handbremse rein. Oh, man, auf der Bremse stehen die ganze Zeit. Ach, hier ist das, genau. Das habe ich gesucht. Die haben bei uns immer die Haltestellenbremse rein und dann brauchst du nicht die ganze Zeit auf der Bremse stehen.
Tatsächlich stimmt die Zahl auch von den Fahrgästen her, passt das ganz gut. Ja, du hast echt wenig immer da. Und gerade jetzt, wenn du auch noch den Schulferien hast. Hast kaum einen, der mitfährt, wirklich nicht. Wartestraße. Bitte halten Sie sich während der Fahrt fest. Hold on tight during the ride. Na, das stimmt doch jetzt schon wieder nicht, oder? Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Isarstraße, Bremerstraße oder Straße Sagener Straße. Kommt, genau. Wir sind richtig. Weiß nicht, das hat der letzte Mal schon mal gemacht mit uns. So, hier Ramradbrücke, schon seit Ewigkeiten gesperrt hier. Kommst du nicht durch, deswegen musste ich hier immer an der Oderstraße mal durchfahren, durch so eine Schrankenanlage, damit du nach Kleinmachnow kommst. Tja, dafür kann ich ja nun mal nichts, wenn hier Leute einfach rüberlaufen, was zu machen. So, zeigt das ja natürlich Wartestraße an, ja, obwohl wir gar nicht dahin fahren. Da musst du nämlich hier mal in diese kleinen Straßen hier reinbiegen. So, jetzt kommt Feuerwehr erstmal. Havelstraße. Nope. Schön geblendet. Hier, wenn du hier geradeaus weiterfährst, kommst du zum Betriebshof. Oh, ich sehe hier nichts, wa? Oh. Toll. Die Sonne steht so ungünstig. Wie gesagt, hier, wenn du hier geradeaus weiterfährst, dann kommst du zum Betriebshof. Das ist mein Weg zur Arbeit hier nämlich immer. Oh, die Absackautomate funktioniert nicht. Nö. Die Automatik funktioniert hier nicht. Interessant, interessant. So, jetzt geht's zur Wartestraße. Wartestraße. Ah. So. Wunderschön. Tit. Ich finde das schon cool, ja. Hier steht immer der X10er hier bereit, hier wartet. Ach ne, der hat noch einen 184er, genau. Aber der X10er, der fährt hier auch lang. Aber der macht hier keine Pause, so wie der da, der Kollege. Der macht hier mal Pause. So.
So. Mal kurz mal ein bisschen warten hier. Aber ein bisschen Zeit über haben. Dann klappt das. Normalerweise ist die Werbung hier größer. Die ging hier hinten so über die ganze Scheibe. Ne? Bei dem C2. Oh, jetzt zeigt mir hier schon wieder irgendein Auto wieder nicht an von den Texturen her. Ach, ist das lästig. Aber wir stehen schon dran. 621 X10 hier zu Löcher geraten. Aber eigentlich haben wir noch ein bisschen Zeit hier. Havelstraße. Ein Schlückchen Kaffee. Ah, den können wir auch wieder wegnehmen, unsere Fahrkarte hier. Striebitzweg. Bitte halten Sie sich während der Fahrt fest. Hold on tight during the ride. So. Jahnstraße. Ist natürlich ein bisschen blöd, ja. Ich kann das so ein Rollo nicht weiter runter machen. Das blendet so extrem. Gucke, ja, das ist schon cool, ja. Den Bussen hier. Ach ja. Oh, was ist los, Mutti? Tut mir natürlich leid, dass ihr jetzt hier wahrscheinlich so gesehen könnt. Ich sehe genauso viel. Ruhlsdorfer Platz.
Ruhlsdorfer Platz. S-Bahnhof Teltow-Stadt, Gonfreville-Straße. So, damit sind wir an unsere Endhaltestelle angekommen. Unsere kurze Tour. Jetzt geht's zum Pausenplatz und dann ist Feierabend. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Sie gestehen, das habe ich hier noch nie gehört. Please leave the bus here. So, der Kollege hier. Ach, das VGF, ne? Wie die heißen? Wundervoll. So, 14 Minuten Pause. So Leute, damit endet dann auch unsere Folge von heute hier. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wenn euch das Repaint gefallen hat, dann ebenso gerne in die Kommentare schreiben. Gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten. Wie gesagt, und wenn euch das Ganze gefällt, ja, dann schreibt es einfach unten mit rein. Dann poste ich das Ganze einfach bei OMSI Webdisk hoch und dann könnt ihr euch das Ganze runterladen. Ja, also mich juckt das jetzt persönlich nicht. Und sonst, ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen zu einer weiteren Folge, ja, OMSI 2. Denn es geht wieder weiter mit Berlin. Und es gab ein großes Update im Berlin-Buch und das werden wir uns jetzt angucken. Dementsprechend schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich würde mich freuen. Verabschiede mich hier, bedanke mich, Leute. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.